Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xau. Heute muss ich unbedingt mal die Werkstatt aufräumen. Deswegen sind wir heute in der Werkstatt und hier sieht es zurzeit echt katastrophal aus. Und zwar liegen überall die Autoteile rum, hier ist noch eine Tür und da hinten ist noch aufgeblasener Getränkehalter für den See. Da liegt der Pool. Da drunter ist der Grill, hier mitten im Weg steht der Kompressor. Also das ist immer eine totale Katastrophe. Und da hinten ist das Material, was oben drauf liegt, so schwer, dass der Balken bzw. das Holz schon durchbiegt. Also wir haben echt gar nicht mehr was zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das wird heute meine Aufgabe für die nächsten 2-3 Stunden. Und damit fange ich jetzt an. Zwischenstand. Ja, ich bin fleißig. Meine Hände sehen auch so aus. Ich habe jetzt hier auch mal aussortiert und aufgeräumt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann habe ich hier unten mal ausgemistet. Da war mit mir auch eine ganze Menge. Hier unten war auch eine ganze Menge. Aber da ist auch wieder ganz viele neue Menge drin. Dann hätte ich weiterhin mal aufgeräumt. Da oben ein bisschen aussortiert und sortiert. Ja, es wird. Es wird. Die Hunde finden das immer ganz toll, weil es immer dann viel zu schnüffeln gibt. Das hier ist mein Kabelberg. Den muss ich mal demnächst wegbringen. Das ist wirklich von oben bis unten komplett alles Kabel. Also was sich so in die Jahre angesammelt hat und natürlich vom Auto ist am meisten. Also das hier ist alles Kabel. Das muss ich mal wegbringen, weil Kabel ist wertvoll. Und das könnte ein bisschen Geld geben. So, dann gehen wir mal raus. Und zwar habe ich jetzt links einmal Papier, rechts einmal Plastik bzw. Restmüll. Dann Metall ist eine ganze Menge geworden. Das da, und dann alles Metall und hier Metall. Das wird ja dann demnächst auch mal irgendwann wegfliegen. Eigentlich will ich den Motor noch raus haben, dann wird ja das hier alles endlich mal auf den Metallschrott landen. Das ist Großplastik, das muss ich sonderentsorgen, weil das einfach zu groß ist. Und die alten Scheinwerfer, die kommen weg. Leider, leider. Genau, so ist der Stand der Dinge. Machen wir weiter. Okay, also im Grunde bin ich jetzt fertig. Boden ist abgefegt, deshalb habe ich alles zusammengesammelt, gar nicht viel. Und ja, ich bin stolz auf mich. Endlich wieder ein bisschen Ordnung, ein bisschen Übersicht. Es sieht immer noch aus wie eine Werkstatt. Man kann hier jetzt nicht gleich drin essen, aber es ist wieder Ordnung und man kann sich hier drin wieder bewegen. Und das war mir wichtig. So, da sind die Neuteile übrigens, die irgendwann noch verbaut werden sollen. Beziehungsweise die hier muss ich mal verkaufen. Die sind irgendwie von unserem vorigen Auto noch. Die muss ich mal verkaufen. Dann Bremsen, die muss ich auch mal verkaufen. Die waren mal für den Dodge. Die brauche ich aber nicht mehr. Genau, was fehlt noch? Viele Ersatzteile vom Cadillac. Da zum Beispiel Airbags, Lampen, schon mal da hinten, Stecker, Lampen, Birnen, alles mögliche, Lautsprecher. Da sind die ganzen Lautsprecher drin in der Kiste. Dann haben wir hier zum Beispiel Lichtmaschine, Servopumpe, nee, die Drosselklappe. Da ist die Servopumpe, Bremskraftverstärker und noch viele weitere Teile. Ja, genau, passt wieder, erstmal zumindest. Und wenn dann der Pool wieder draußen ist, dann ist das da auch wieder weg und das da ist wieder weg. Dann ist hier sowieso wieder mehr Platz. So. Und somit endet dieser Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, ein Like da lassen. Ciao, ciao.